Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Digitaltechnik-Reihe. Heute geht es darum, mit dem Bau des synchronen Modulo 6 Vorwärts-Rückwärtszähler mit JK Master Slave Flipflops zu beginnen. Das heißt, beim letzten Mal haben wir uns schon mal grob angeguckt, was wir eigentlich in diesem kleinen Projekt vorhaben. Also es soll ein Zähler aufgebaut werden, der vorwärts und rückwärts zählt und das entsprechend bis 5 macht. Heute geht es darum, den ersten Schritt zu machen, und zwar es geht darum, eine Wertetabelle aufzubauen. Wozu benötigt man eine Wertetabelle? Das sieht man am besten in Logiflash, wenn wir uns das mal anschauen, wie das System nachher aussehen soll. Das Ganze soll ja aufgebaut werden mit JK Master Slave Flipflops. Ich lege mal ein paar Master Slave Flipflops hier rein. Der ist ein wenig hochgerutscht, so sieht es besser aus. Wir möchten bis 5 zählen, das heißt, uns reichen 3 Bits und deswegen brauchen wir auch 3 Flipflops, um die entsprechenden Bits, diese Bits abzuspeichern. Das Ganze soll ausgegeben werden auf einer 7-Segment-Anzeige, sodass wir hier an dem einen Flipflop dieses 2 hoch 0 dort anschließen, das Signal für 2 hoch 0, 2 hoch 1 und 2 hoch 2. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Signal. Und zwar möchten wir vorwärts und rückwärts zählen. Das heißt, wir haben hier noch eine Signalquelle, die ich mal hier oben hinsetze. Dort können wir nachher einstellen, möchten wir vorwärts zählen, dann setzen wir die Signalquelle auf 1. Und wenn wir rückwärts zählen wollen, dann setzen wir es entsprechend auf 0. Und abhängig davon, ob wir vorwärts zählen oder rückwärts zählen, müssen diese JK-Flipflops nach und nach die richtigen Zustände annehmen. Also beispielsweise, wenn zurzeit eine 0, 0, 0 gespeichert ist, das heißt, es wird eine 0 ausgegeben und es kommt ein neues Taktsignal, dann soll als nächstes eine 0, 0, 1 ausgegeben werden, sodass hier oben eine 1 angezeigt wird, beziehungsweise nach der 0, 0, 1 eben eine 0, 1, 0. Das Ganze bei der Vorwärtsrichtung und bei der Rückwärtsrichtung entsprechend rückwärts gezählt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, in welchem Zustand sind wir eigentlich. Und wie sieht der nächste Zustand aus, der gewünscht ist? Und das sieht man am besten an einer Wertetabelle. Ich rufe hier mal so eine Wertetabelle auf. Und dort haben wir zum einen die Richtung angegeben. Also 0 bedeutet rückwärts, 1 bedeutet vorwärts. Deswegen habe ich es auch vorwärts vorgenannt. Eine 1 bedeutet vorwärts zählen. Und dann habe ich hier die Zustände, diese 3 Ausgänge meiner JK-Flipflops. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Zustand 0, 0, 0 bin, das heißt, ich habe gerade eine 0 aufgegeben und es kommt ein Taktsignal und mein V-Bit, also meine Richtungsbit steht auf 0, das heißt, ich möchte rückwärts zählen, dann ist der Folgezustand, der nächste Zustand, den ich ausgeben möchte, der ist dann entsprechend eine 5. Also 1, 0, 1 und so weiter. Wenn ich eine 1 ausgegeben habe und ich zähle rückwärts, dann soll der nächste Takt eine 0 sein. Wenn ich eine 2 ausgegeben habe und ich zähle rückwärts, dann soll nach dem nächsten Takt eine 1 ausgegeben werden. Und so weiter. Ja, und wenn dann eine 5 ausgegeben wurde, dann soll anschließend eine 4 ausgegeben werden. Die sieht dann so aus. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wenn eine 6 ausgegeben wurde, und das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wir wollen ja nur bis 5 zählen. Das heißt, eine 6 kann eigentlich gar nicht ausgegeben worden sein. Dann ist es auch egal, in welchen Folgezustand wir gehen. Das heißt, wir können da x reinschreiben. Und für diese x können wir anschließend sowohl eine 0 wählen, als auch eine 1 wählen. Weil wenn wir einen Zustand nicht haben, dann brauchen wir auch nicht festzulegen, in welchen Folgezustand wir gehen wollen. Das gleiche auch mit der 7. Eine 7 können wir auch nicht erreichen, insofern haben wir dort auch keinen Folgezustand, der erreicht werden soll. Das heißt, wir können hier auch entsprechend x eingeben. Und das gleiche für die Vorwärtsrichtung auch, wenn eine 0 ausgegeben wurde und wir möchten vorwärts zählen, dann müssen wir eine 1 ausgeben. Im nächsten Zustand und so weiter.
Nachdem wir uns jetzt überlegt haben, welcher Folgezustand denn welchem Zustand folgt, müssen wir uns überlegen, okay, wie kriegen wir denn jetzt nun die Flipflops, die Master Flipflops, Master Slave Flipflops dazu, entsprechend diesen Folgezustand auch tatsächlich auszugeben. Gucken wir uns an dem Beispiel mal an, bei Q2 beispielsweise. In dem Fall hatten wir eine 0 und der Folgezustand soll eine 1 werden. Jetzt können wir uns überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, von 0 auf 1 zu wechseln. Es gibt einmal die Möglichkeit, J gleich 1 zu setzen und K gleich 0. Das heißt, wir würden das Flipflop setzen. Das heißt, nach dem Takt würde eine 1 an dem Ausgang ausgegeben werden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, J und 1 beides auf 1 zu setzen, weil dann würde der Ausgang ja wechseln. Und dann hätten wir auch einen Wechsel von 0 auf 1. Um uns die beiden Kombinationen jetzt nicht jedes Mal zu überlegen, also wann ich von 0 auf 0 wechsle, von 0 auf 1, von 1 auf 0, von 1 auf 1, kann man sich ja auch eine kleine Tabelle machen. Ich mache das mal hier vorne und überlege mal, okay, wie komme ich denn von 0 nach 0? Da habe ich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich beide J und K gleich 0 setzen. Ein. Dann passiert gar nichts. Das heißt, die 0 bleibt einfach erhalten. Ich könnte aber auch K gleich 1 setzen. Auch dann würde am Ausgang eine 0 ausgegeben werden, weil eine 1 am Eingang K bedeutet ja, dass der Flipflop zurückgesetzt wird. Das heißt, 0,0 und 0,1 sind beides mögliche Kombinationen und deswegen ist es egal, was ich bei K an den Eingang. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit 0 oder 1 bzw. 0 oder 0 dort anzugeben. Ich trage hier erstmal ein mit 0x. Entsprechend, wie komme ich von 0 nach 1? Entweder setze ich J gleich 1 und K gleich 0. Dann würde ich letztendlich das Flipflop setzen. Oder ich habe auch die Möglichkeit, J gleich 1 zu setzen und K auch gleich 1, dann würde der Flipflop seinen Ausgang wechseln. Also habe ich hier die Möglichkeit, J muss auf jeden Fall gleich 1 gesetzt werden und bei K ist es egal. Da habe ich beide Möglichkeiten. Entsprechend kann man sich hier überlegen, dass hier X1 eine Möglichkeit ist und hier entsprechend X0. Ja, und so kann ich jetzt in die Tabelle gehen und kann sagen, okay, ich möchte von 0 nach 1 wechseln und gucke nach, welche Möglichkeiten habe ich da von 0 nach 1, also die Möglichkeit 1x und dann trage ich hier 1x ein, 1 und ins nächste Feld 1x. Hier habe ich die Möglichkeit und hier muss ich von 0 nach 0 wechseln, 0 nach 0, dann ist die Kombination 0 und x. Und so weiter. Ich habe diese Tabelle einmal als PDF-Datei unter dieses Video gestellt und deine Hausaufgabe quasi für das nächste Mal ist, diese Tabelle auszufüllen. Und im nächsten Video gehen wir dann dazu über und werden KV-Diagramme einrichten und dann anschließend unsere Logik aufbauen.